herzlich willkommen hier mal wieder nach längerer Zeit zu einer weiteren Folge Rift. Natürlich wieder mit der lieben Snooki aka Kedriken. Hallo! Hallöchen! Ja, und wir sind hier in einem, wie heißt das jetzt genau? In so einem Sofortabenteuer. Genau, das sind Furchtlosabenteuer, sogenannte. Und diesmal sind wir in Hammerhall. Und kämpfen hier gerade gegen eine Estrude quasi. Und zwar ist Snooki als Heilerin am Start und ich führe hier quasi den Schlachtzug an. Echt? Als Hauptmann des Königs, der ich ja gerne bin. Und flüchte jetzt hier gerade vor so einem roten... Ja, Leute, macht ihr, haut ihr schon mal zu, ich bin gleich wieder da. Ja, denken Sie nur dran, Herr Hauptmann, immer schön aus dem AOE rauslaufen, ne? Ja, natürlich. Ja, das machst du sehr schön. Natürlich, klar. Ja, ja. Hopp, hopp. Meine Leichtfüßigkeit. So, in einem Video, muss ich ganz kurz sagen, hatte man ja mal gesagt, und wir hatten es ja selber auch festgestellt, dass die Kampfszenen teilweise doch ein bisschen laut sind. Ich habe es jetzt mal leiser gemacht. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu leise. Na, ansonsten müsste ich das auch nochmal sagen und dann kriegen wir das doch sicherlich hin. Oder siehst du das anders? Nein, das sehe ich ganz gut. Das beruhigt mich doch. Also es ist teilweise schon sehr laut. Also ich habe mir heute auch der komplette Sound mal ein bisschen runtergestellt. So, damit liegt das liebe possierliche Tierchen und wir teleporten hier in die nächste Instanz. Jetzt wollen wir einmal auch mal ganz kurz gucken, wo die liebe Snoo ist. Dass ihr auch mal Hallo sagen könnt. Da ist sie. Hallo. Da ist sie. Kriegsherrin Kedriken. So, und wir müssen weiter. Sonst ja, passen du, wir alles. Oh, ich sollte vielleicht auch in die richtige Richtung laufen, dann... Hier, Treppe. Ja. Ich bin auf dem Weg. So, ich bin jetzt natürlich der Fachmann. Das wird mancher Fachmann direkt erkennen, wenn sowas ist. Dann ich schieße einfach rein. Ja, zwischendurch haue ich mal meinen Geralt an. Hier ist es mein Greifter an meiner Seite. Und dann hauen wir einfach ein. Ja, mittlerweile bin ich nicht täuschen, dass umsteht zwar 65, aber in diesen Sofortabenteuern wird man immer auf und her behoben. Ich bin jetzt 55. Nur für die Leute, die das vielleicht verfolgen und die das interessiert. Also für 55 bist du noch gut unterwegs. So. Ja. Ah ja. Das ist hier bloß ein Form Wissen. Scheiß Geist. Hau ich mal auf den Würfelzucker? Nee, auf den Candies, aus dem Zuckerhut. Achso. Weißt du, den nehme ich dann so gesamt. Dann sieht das auch. Einen kompletten Zuckerhut. Ja, ja. Am Stück. Ja, selbstverständlich. Wow. Ja, aber gut. Kannst du das im nächsten Stream mal? Ja, klar. Würde ich gern, wenn nicht meine Facecam gerade zufällig, aber dummerweise kaputt gehen würde. Bis oh, das ist schade. Ja, ja. Sehr schade. Naja, vielleicht ein andermal. Ich glaube, so ein Zuckerhut wäre für mich der absolute Tod. Ja, nee, das wollen wir ja auf keinen Fall. Das beruhigt mich irgendwie. So, hier, Schmerz, Pirscher, das ist es wieder, ich drücke immer irgendwelche Tasten. Da kommen dann immer ganz tolle Chat-Nachrichten auch bei raus. Dann wundere ich mich immer, warum kämpft er nicht? Und dann drücke ich Enter und dann sagen die Leute, was schreibst du da für einen Scheiß? So, wir müssen jetzt übrigens Eier zerstören. Okay. Du hast eine Fackel bekommen. Was? Du kannst ja irgendwie. Also das ist meins, war anders gedacht. Nicht, um Gottes Willen. Das hatte ich zuerst gesehen, so meinte ich. Ach so, ja. Nicht, dass hier falsche Verdächtigungen aufkommen. Hallo, lasst mir doch auch mal was übrig. Ja, dann bleib doch einfach hier stehen, die spawnen doch nach. Guck mal, hinter dir ist wieder eins gewesen. Gewesen. Wieder eins. Da. Jetzt, ich hab auch. Spät. Ja, ja, ich hab, glaube ich, auch. Das ist wieder ein Boss. Hey, Boss. Schmerzpirscher Brutmutter.
Oh, eine knackige Lebenseinheit von 17,3 Millionen. Die nehmen wir zum Frühstück. Ihr macht es schon. Ja. Ich halte euch alle am Leben und dann ist alles gut. Das ist in Ordnung. Ich koche dann nachher lecker eure Zipfdödel nur für uns zwei. Das macht dir keine Umstände. Das sind keine Umstände. Ich habe noch welche fertig. Immer noch? Ja. Die Gilde wollte sie ja nicht. Ja, das wundert mich ja nicht. Ich meine, wenn 10 Leute aus dem Raid kommen, ja, hungrig, müde, abgekämpft und so, ja, dann möchte man sich nicht zu 10 an der Mikrowelle anstellen müssen, ja, weil die Knödel kalt waren. Man hätte sie auch durchaus kalt genießen können. Das sage ich doch die ganze Zeit. Der Raid wollte aber warmes Essen haben. Ja, gut. Dann hätten sie. Wurde warmes Essen bestellt. Dann hätten sie sich mehrere Elritzenknödel bis zu 4 passen doch rein. In so eine Mikrowelle hätten sich die erstmal geteilt und hinterher die nächsten. Ich meine, ich stehe stundenlang in der Küche. Aber 4 reichen ja gerade mal für ein. Ja, ich weiß, du standest stundenlang in der Küche, hast dir die Finger blutig gekocht und so wird's dir gedankt. Du hast den gleichen Unterton wie vorhin. Was für ein Unterton? Ja. Ich wollte diese. Wollte es nur nochmal wiederholen. Ja, ja. Ich möchte dich erinnern, dass du vorhin welche von meinen Nahrungsmitteln verkauft hast. Die rochen schon etwas seltsam. Das ist nicht wahr, das gehört, das ist Aroma. Aroma? Ja. Ich glaube, eins hat mich sogar angeknurrt. Ja gut, das ist frisch. Wie frisch? Ja, so frisch, dass es sich noch knurrte. Okay. Also ich bin für meine Elritzenknödel schon sehr oft gelobt worden. Von wem? Ich meine, glaube nicht, dass ich Namen nennen muss. Das ist nachvollziehbar. Ja, aber du könntest doch auch mal was anderes machen. Ne? Ich meine, jeder isst gern Schweinebraten, aber halt auch nicht jeden Tag. Ja, aber du hast auch meine Hotdogs mal verschmäht, wenn du dich erinnerst. Ja, und ich habe 55 deine Hamburger verkauft. Ich meine. Gut, du es jetzt gerade sagst. Huch, die Tür ist zu. Ich will da rein. Hä? Da müssen wir ja auch gar nicht hin. Achso. Snu, Katri, hinter dir ist ein säurehaltiger Schlamm. Ja, dann töte ihn. Das ist deine Aufgabe hier als Damage-Dealer. Ich bin Heiler. Ich bin der Hauptmann des Königs. Ja, also, dann erst recht. Eines unsympathischen Königs übrigens. So, erledigt. Raus da, raus da, ja, raus da. Ja, bin ja auf dem Weg. Ja, dann tun Sie mal die Pflicht hier, Herr. Ach, da unten geht's weiter, wa? Ja. Guck mal. So, Geralt 2. Auch du haust rein. Geralt 2 ist gar nicht mehr da. Wo ist er denn? Wo ist denn der Schelm schon wieder hin? Wo kommen denn die ganzen Viecher hier alle her? Ja, der Tank zieht die alle ran. Ich bin gar nicht oben. Ich glaube, ich sollte mal hochgehen. Sind denn die Leute alle? Guck mal, ich bringe hier jede Menge mit. Ja. Ich will wissen, wo du bist. Mittlere Plattform. Okay. Alles gut. Alles tot. Vor Schreck war ich hier. Ja, genau. So, jetzt wollen wir eben hier schnell fließende Verderber töten. Wo hab ich denn jetzt Aggro von dem Vieh? Ich bin Heiler. Hallo? Es haut mich. Was? Das wird es büßen. Ach, nun stirb schon. Ja, ist doch gleich soweit. Ich bin doch da. Zack, erledigt. Raus da.
Komm, Klumpen. Komm, Geralt 2. Komm, Kate. Ich bin da, ich bin da. Gut. Ist alles okay bei dir? Ja. Klingst gleich panisch? Nein. Nein? Keine Panik. Niemand. Ich hätte hier noch was zum Töten hinter dir, Herr Hauptmann von und zu. Hallo. Ich bin noch hier. Ich töte doch hier gerade den säurehaltigen Schlamm. Ja, ein säurehaltiger Schlamm versucht mich hinter dir aufzufressen. Was? Ich habe ihn tot. Alles gut. Selbst ist der Heiler. Ja, ja. Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Doch, ich. Ich dachte, wir reden über den gleichen säurehaltigen Schlamm. Nein. Oh, hier kommt dann übrigens wieder der tolle Endboss, der Schwangere, der uns für seine, der uns dann an seinen Nachwuchs verfüttern will. Ach ja. Ja, die Schwangere Auster. Ja, ich erinnere mich dunkel. Fach auch. Zerstört Todesstachel. Ah, hier ist einer. Guck. Komm. Gut, dann mach ich selber. Ja, ich kämpfe jetzt gerade gegen den rauen Befreiten. Golem. Rechts von dir wäre noch ein Todesstachel. Links von dir zu spät. Ja, was denn jetzt? Ja, dann bleib doch mal stehen. Ja, mach ich. Jetzt habe ich wieder säurehaltigen Schlamm. Ja, ich auch. Also ein paar Viecher weniger hier ins Auge getan, zumal wir eine recht kleine Gruppe haben. Ja, aber dafür sind wir gut. Ja, ja, das schon. Das würden wir beide auch alleine schaffen. Das wird beim Boss gleich. Ach. Nicht so einfach. Sie. Hinter dir kriecht ein Schlamm. Was ist denn das wieder? Och Gott. Ja, gut, dann sind wenigstens alle wieder auf dem Haufen. Jetzt treffen wir uns nämlich hier in der Mitte. Werden das Ding hier den Schutzstein gleich mal aufbauen. Falls du dich erinnerst, einfach anklicken und dann rechts das Symbol betätigen, okay. Die Nexus-Infusion. E ist aufgebaut. Und los geht's. Weißt du, jetzt kommen wieder jede Menge Angreiferwellen. Und wir schießen aber einfach auf alles, was sich bewegt. Ganz genau. So ist der Plan hier. Aber ist ja gut für dich. Müssen eigentlich einen Haufen EP geben. Also EP-Balken sollte rattern. Boah, rattern ist jetzt was anderes, aber... Was? Tut er nicht? Ja, 66% halt. 68. Ja, rattern. Was? Verteidiger der Schattenflut. Lag 1250 Todesinvasionen zurück. 1250? Ja, also so eine lange Nacht werden. So ein Event wie dieses hier habe ich jetzt 1250 Mal gemacht. Oh, Respekt. Also das geht ja auch nicht nach Möpsen. Sie hat also Möpse gesagt. Nicht nach Gegnerzahl, sondern ja, das ganze Ding. 1250 Mal. Man findet ja, Möpse klingt aber viel spannender als Gegnerzahl. Ja, gell. Mopszahlen? Ja, auf jeden Fall waren es quasi MMs. Massive Möpse. Das klingt auch gut. Ja, ja, ist mir schon klar. Also jetzt spieltechnisch gesehen, weil es gibt ja viele EP. Ja, ja. Jetzt kann man mal wieder sehen, wie wichtig ein guter Heiler ist, weil es nun hier wirklich am Heilen ist und ihr seht, die hat die ganze Gruppe da jetzt im Blick, ist glaube ich sogar aktuell, wenn ich das richtig sehe, die einzige Heilerin.
Nee, einer ist noch, aber das ist definitiv ein Low Level. Der hat nämlich sehr wenig Life. Aber es macht ja nichts besser. Ein kleiner Zusatzpfeiler als. Ja, sicher. Jetzt mal nebenher ein kleines Schild von mir. Falls ich was verhauen will. Ach. Aber ich danke dir. Kein Problem. Geralt 2 gibt sich auch Mühe. Der gute. Ja, der ist wirklich. Und da habe ich ja vorhin schon mal den Befehl gekriegt, da nie wieder ein Tier auszu, in Anführungsstrichen, parken. Was? Oh Gott, wer sagt denn sowas? Du? Das würde ich doch nie tun. Doch, das war so. Ja, Berg Folianten. Meine, alles meine. Was? Alles meine Folianten. Ja, dann leg mal los. Ja, ja, ich bin dabei. Geh da weg, du kleine Scheusal. Geh da weg. Geh da, das ist meiner. Wir können aber nach oben Fass. Gehen. Hier wäre auch einer gewesen. Ich bin oben. Es geht nur weiter hoch. Das, na, ist, da meiner. Hast du doch, das ist jetzt meiner. Du bist aber in der Zwischenzeit schon an drei vorbeigelaufen, gell? Wollte ich nur mal sagen. Nein, das stimmt nicht. Doch. Das ist, die wollte ich dir, wollte ich die. Hm. Glaubst du, ich würde an irgendwas vorbeilaufen, was glitzert? Ja, da liegt ein Folian. Hallo. Was? Ich weiß. Da wäre noch mal einer. Hier wäre noch einer gewesen. Das ist meiner. Das ist meiner. Weg. Ja, ich will auch mal was für die anderen lassen, weißt du? Ich dachte, das sind alles deine. Ja, aber man muss ja so als Hauptmann muss man auch mal so ein bisschen geben können. Hier war doch eben noch ein Foyant. Das war meiner. Was? Das ist auch meiner. Was? Das ist meiner. Nein. Weg, weg. Das da, da hinten flackert, das ist meins. Das ist mein Glitzer. Gut, wir rennen direkt vorbei. Lauf, Forest, lauf. Was sind sie denn? Ich bin nur noch zwei. Ja. Alles meine. Okay, jetzt kommt die schwangere Auster. Oh, sie ist schon da. Wollen wir hier oben warten? Nein. Ich muss runter, ich bin Heiler. Oh, so tief runter wollte ich gar nicht. Ich erscheine gleich. Wo ist denn hier der Fahrstuhl? Oh Gott, jetzt habe ich aber gerade einen Mega-Lag gehabt. Das soll es geben. Oh, muss aber ja nicht sein. Das war knapp. Alter, jetzt geht hier gerade ganz schlecht. Jetzt habe ich hier gerade ganz große Lecks. So, würdest du jetzt mal die Waffe nehmen und schießen? Hättest du die Güte? Herr Hauptmann, was ist los? Ja, er weigert sich, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Was? Das ist Feigheit vor dem Feind. Mindestens. Möchte ich mal anmerken. Das geht so nicht. Nee. Gott, der Boss hat dann immer die Hälfte Leben verloren. Ja gut, ich habe ja auch noch nicht eingegriffen. Das geht ja jetzt los.
Oh, dafür habe ich aber sehr viel Leben verloren. Ja, wenn ich wüsste, komm mal runter da. Komm runter da. Ja, wohin denn? Du musst in die Mitte. Ich erreiche dich doch so nicht. Du stirbst da oben. Hallo. Au! Er hat mich an die Wand geschubst. Raus da, raus da. So, schon bin ich da, schon habe ich die Hälfte des Lebens verloren. Ja, ich weiß, raus da. Er stirbt die jetzt endlich mal. Tötet sie, bevor sie Eier legt. Mit meinem Mana wird es langsam auch eng. 17%. Kommen wir jetzt nicht vor, sind wir hier irgendwie sehr wenig Leute. Da hat sich doch die Hälfte wieder irgendwo verpisst, oder? Ja, das ist aber schon. Ich habe vorher schon gesagt, die Gruppe ist nicht sehr groß. Also normalerweise ist es ja bis 25 Leute. Ich bin gerade mal 12 oder 13. So, jetzt muss das Viech aber fallen hier. Komm, 5%. Geht doch. Schrei dann erstmal Mana. So, teleportieren, schnell was essen. Oh. Ihr dürft euch nicht im Kampf befinden, wenn ihr diese Fähigkeit verwendet. Schön. Aber jetzt. Ja, es ist auch toll, dass hier zwei Low-Level-Heiler mit dazugekommen sind. Ich könnte es allein heilen. Zwei gute DDs wären besser gewesen. Ja, ist wirklich so. Also ich war hier drin auch schon mit dem Leveln halt. Mit dem Char, als die noch ganz klein war vom Level her, da bist du als Heiler eigentlich. Dir fehlen ja die ganzen Fähigkeiten und alles. Da bist du hier halt schon so ein bisschen überflüssig, auch wenn du auf 65 hochmentiert wirst. Das reißt es nicht raus. Also ich habe es dann halt immer so gemacht, wenn ich habe immer geguckt, was die anderen Heiler für ein Level hatten. Das siehst du ja am Live ungefähr. Und wenn da Low-Level-Heiler dabei waren, dann habe ich umgeskillt auf die Idee, weil ich... Ja, klar. Halt dann einfach nützlicher für die Gruppe bin. Aber gut, dazu müsste man ja auch mal gucken, was die anderen so machen und nicht nur auf sich. Und ja, das ist in der heutigen Zeit sehr schwierig. Das ist zu viel verlangt, glaube ich, in der heutigen Zeit. So mitdenken allgemein. Ja, ja, denken ist auch... Ich komme langsam in deine Richtung. Ja, ja, keine Hektik, hier ist noch alles in Ordnung. Ja, ja, ich habe deinen Lebensbalken schon immer im Blick. In Ordnung. Ich fühle mich auch sehr sicher, danke. Ja, kein Problem. Ist ja mein Job als Heiler. Ja.
Da habe ich schon ganz andere Heiler hier erlebt, wenn du mal nicht dabei warst. Glaub mir, da gibt es ganz, ganz schön schlimme. Oh, wem sagst du das? Wem hier sagst gerade. Du das? Da ist es dann auch sehr frustrierend teilweise. Ja, also ich hatte auch schon probiert, weil ich heil wirklich gern, aber immer hat man halt dann auch keine Lust. Vielleicht möchte man ja auch mal als DD mit reingehen. Ich hatte es auch schon versucht und hab dann ziemlich schnell wieder umgeskillt auf Heiler, weil es mir dann einfach auch keinen Spaß mehr macht, wenn ich an allem dann sterbe. Ja. Da sind halt einfach Bosse dabei, da brauchst du zwingend Gruppenheilung, da kannst du noch so viel laufen und wirklich aus allem rauslaufen. Ohne Heilung stirbst du einfach. Oh, was wird denn schon wieder im Chat geweint? Ich lese gar nichts. Oh, Sprengstofffessel. Warum hast du den Chat? Achso, nee, das. Entschuldigung, das kannst du auch noch nicht lesen. Das ist die Stufe 65 Chat. Ach, Entschuldigung. Das ist ja Privat-Chat. Nein, für den bist du einfach noch zu klein. Ja. Oh, nein, runterfallen. Nein, jetzt fällt er noch weiter runter, der Idiot. Oh. Oh Gott. Wäre jetzt überflüssig zu fragen, ob dir was passiert ist, oder? Weil mein Frame zeigt, dass du tot bist. Ja, sollte ich jetzt Neueinsteigen oder Seelenwanderung machen? Neueinstieg. Ist hier nicht weit, du kommst ja gleich hinten. Einfach durchlaufen. Ja, hier stehen ganz viele Viecher vor mir. Ich hoffe, ja, die lassen mich. Nein, tun sie nicht, aber ich bin ja da. Lauf einfach durch. Nee. Kriegst mich mal nicht. Du. So, wo ist das Monster? Es ist auf mich losgegangen. Ja, dafür wird es jetzt auch leiden und büßen. Erst auf einen Unschuldigen wie mich und dann auf so eine tolle Heilerin wie Katrin. Das geht ja wohl gar nicht. Du fleischgewordene Gut. Abscheulichkeit. Solltest mal lesen, was im Gildenchat geschrieben wird. Ja, alles gut. Tschö. Ich wollte den auch gar nicht lesen. Ach, du wolltest den nein. gar nicht lesen? Nein. Ich mache jetzt meinen eigenen Chat auf. Ja, könntest du hier übrigens auch. Also man kann hier eigene Channel erstellen. Aber ich dann einen eigenen Chat, ganz für mich alleine. Genau. Und da chattest du dann mit dir selbst. Ja, genau. Das kannst du tun. Für den Diskussion mit mir führen. Ja. Worüber denn? Das verrate ich dir nicht. Das ist nur für Erwachsene. Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Einmal notieren. Blue als Micha, Heal Igno. Hast du mir jetzt gerade das Fass geklaut? Nee. Bei der nächsten Gelegenheit sterben lassen. Was sagst du? Du bist ja eine ganz tolle Heilerin. Mhm. So attraktiv, so freundlich, so lieb. Mhm. So kompetent. Kaum nachtragend, hast vergessen. Kaum nachtragend. Du solltest da weggehen, du pulst nämlich gleich das Große zu spät. Was, ich hab das fast doch nur zum... Huch! Hallo, guten Tag. Ja, huch. Können wir drüber reden? Hinter dir, ja. Ich weiß. Genau da. Das große, böse Gruftaufseher-Tierchen. Ja, das werden wir doch wohl mal erledigt kriegen, oder? Oh, ich bin Stufe 56. Jetzt. Oh, mein lieber Gruft, Oberviech, können wir was trinken oder so? Ich lade dich ein. Laden doch auf den grünen Saft ein, da freut er sich bestimmt. Nee, ich fürchte, der grüne Saft kommt nicht so an. Nee, ja, also ist halt nicht jedermanns Sache, das Zeug. So, alles easy. So, ich denke, da kommen wir für dieses Video auch langsam zum Ende. Das war mal so ein bisschen so Gemetzel, bin wie gesagt eine Stufe aufgestiegen. An dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße auch an die Gilde raus. Ich meine, Snu habt ihr eben mitgekriegt, aber hier den anderen habt ihr im Chat gelesen. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht.
Und wir schauen einfach mal, es werden noch einige Riff-Videos kommen, aber vorher wollte ich auf Stufe 65, weil da wird es erst interessanter, sagtest du, ne? Ja, genau. Und deswegen, ich will hier mal den Anschluss an die Gruppe nicht verlieren. Dir wieder schönen Dank fürs Mitgehen hier. Sehr gerne. Und würde mich natürlich freuen, wenn auch du beim nächsten Mal wieder dabei bist, aber davon gehe ich ja relativ sicher aus. Natürlich, ja, selbstverständlich. Den Zuschauern wünsche ich dir an dieser Stelle einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Susanne. Bis dann, ciao.